Monsieur le Président de la Commission. Ora la parola a nome del Gruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber. Meine Herren Präsidenten, sehr geehrter Herr Premierminister, willkommen im Europäischen Parlament. Es ist gut, die Luxemburger Stimme hier zu haben. Luxemburg ist ein starker Anwalt der europäischen Integration, Gründungsmitglied. Und man kann, glaube ich, sagen, ein kleines Land, aber ein großer Europäer, das ist Luxemburg. Und deswegen willkommen. Luxemburg hat auch viel Einfluss in der Europäischen Union, in der Geschichte gehabt und auch heute. Sie haben sich bei den 6 Europaabgeordneten bedankt. Ich möchte noch Jean-Claude Juncker mit dazu nehmen, der ja immerhin an der Spitze Europas steht als Kommissionspräsident. Auch die früheren Spitzenvertreter wie einer der Gründer Europas, Josef Bach und Jacques Santer natürlich, sind starke Persönlichkeiten gewesen, die uns Europa vorangebracht haben. Und Luxemburg lebt natürlich Europa mit über 40% Bürgern. Aus anderen Mitgliedstaaten, die in Luxemburg leben, ist es, denke ich, das europäischste Land, das wir heute in Europa haben. Deswegen willkommen. Und einen Punkt möchte ich aus Ihrer Rede direkt herausgreifen, das, was auch Jean-Claude Juncker aufgegriffen hat. Wir reden von Steuersenkungen und da klatschen die Liberalen typischerweise. Aber wir haben nur Steuersenkungsdebatten bei Unternehmen. Das diskutieren wir, weil es da einen Steuerwettbewerb gibt. Weil Unternehmen heute danach entscheiden, wo sie die geringsten Steuern zahlen. Und deswegen sozusagen gehen sie in den Staat, wo sie die geringsten Steuern zahlen. Aber die Menschen, die nicht die Mobilität des Binnenmarktes so stark in Anspruch nehmen, die Arbeiter und diejenigen, die die Mehrwertsteuer zahlen, die in die Supermärkte gehen, die können leider von diesen Steuersenkungen nicht profitieren. Deswegen ist der Punkt, den Jean-Claude Juncker gemacht hat, absolut richtig. Es geht nicht um allgemeine Steuersenkungen, es geht um Steuerfairness. Es geht um die Frage, dass die Konzerne genau den gleichen Beitrag zu unserem Staat zahlen wie andere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute 2 Themen rausgreifen. Herr Premierminister, wir diskutieren ja jede Woche mit Staats- und Regierungschefs, deswegen habe ich mir vorgenommen, immer 2 Sachen zu akzentuieren in dieser Debatte. Und ich möchte heute, weil Sie als Luxemburger da sind, zunächst über den Rechtsstaat reden, weil Sie ja Heimat unseres Europäischen Gerichtshofs sind. Walter Hallstein hat gesagt, die europäische Integration wurde nicht durch militärische Stärke oder politischen Druck geschaffen, sondern durch eine verbindliche Rechtsidee. Europa ist eine Rechtsgemeinschaft. Und wir sollten uns einmal vergegenwärtigen, welche revolutionäre Idee da dahinter steht. Dass kein Recht des Stärkeren gilt, so wie es über Jahrhunderte auf diesem Kontinent normal war, sondern dass das Versprechen gilt, dass die europäischen Staatsbürger auf dem Rechtsstaat ihr Leben praktizieren und leben dürfen. Und dieser Rechtsstaat begründet auch Wohlstand, ist Teil unseres European Way of Life. Und er ist heute herausgefordert durch die langen Verfahrensdauern, die wir teilweise haben, durch die Wirtschaft, die eigene Regeln setzt. Wir haben das letzte Woche bei Facebook vorgeführt bekommen. Durch den Entzug von Verantwortung von Reichen, Schlagwort Steuervermeidung. Durch die Frage, dass manchmal schwache politische Rückendeckung für die Rechtsinstitute da ist. Und natürlich auch das Problem Korruption. Recht darf niemals der Macht folgen, sondern muss immer Macht begrenzen. Das ist das Prinzip, das dahinter steht. Und wir müssen uns wieder stärker um unseren Rechtsstaat kümmern. Wir brauchen eventuell gemeinsame Überlegungen, wie wir Juristen ausbilden, ein gemeinsames Verständnis. Wir müssen darüber nachdenken, dass die Konditionalität, die die Kommission vorschlägt, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Rechtsstaatlichkeit muss in der Zukunft einen Preis haben, wenn sie nicht eingehalten wird. Und Rechtsstaatlichkeit darf kein politisches Thema werden zwischen Parteien, sondern muss neutral, beispielsweise vom EuGH, überwacht werden. Das zweite Thema, das ich rausgreifen will heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Thema, das auch Sie angesprochen haben. Nämlich ein Thema, das uns alle sehr viel Sorgen machen muss, nämlich die Arbeit unserer Medien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pressefreiheit und starke Medien sind genauso existenziell notwendig für die Zukunft Europas wie die Justiz. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir uns die Dramatik der Situation vergegenwärtigen. Es ist unerträglich, dass im 21. Jahrhundert Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak und gestern in der Ukraine Arkady Babchenko ermordet worden sind, offensichtlich in Ausübung ihres Dienstes, nämlich die freien Medien hochzuhalten. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Ich möchte nur 2 herausgreifen. Das eine ist die digitale Herausforderung. Wir müssen uns wappnen, auch unsere Dienste, die staatlichen Strukturen stärken, um in den sozialen Medien den Kampf gegen die Fake News und gegen die Desinformation und gegen den Hass, den wir dort erleben, aufzunehmen. Wir sind dort noch zu schwach ausgestattet. Wir müssen Transparenz schaffen. Ich möchte die Algorithmen wissen, die Facebook,
Twitter und andere anwenden, um Nachrichten zu priorisieren oder nach hinten zu raten. Und ich glaube, wir müssen diskutieren, wie wir die Meinungsvielfalt sicherstellen. Im Fernsehen, in den Zeitungen und im Radio gibt es Gesetze, die regeln, dass im Wahlkampf alle Parteien einen ordentlichen Platz bekommen. Warum haben wir diese Gesetze heute für die digitalen Medien nicht? Auch dort muss geregelt werden, dass jeder eine faire Chance hat, in Kontakt mit Bürgern zu kommen, wenn Wahlkampf stattfindet. Und eventuell brauchen wir auch Regulierungen, dass in Krisenzeiten die Bürger durch den Staat informiert werden. Und zu guter Letzt, Herr Präsident, die klassischen Medien, die Verlage verschwinden. Sie verlieren immer mehr an Kraft, an finanzieller Kraft. Sie werden übernommen durch russische Investoren, durch andere, die politische Interessen haben und nicht Verlagsinteressen haben. Und deswegen müssen wir über die Transparenz von Besitzverhältnissen bei Medien diskutieren. Wir brauchen einen jährlichen Bericht über Medienunabhängigkeit. Auch in Ungarn, damit da kein Zweifel aufkommt, in allen Staaten der Europäischen Union brauchen wir diese Stärkung. Wir brauchen gemeinsame Standards und vielleicht auch die Überlegung, ob wir die öffentlichen Medien noch mehr stärken können. Diese beiden Punkte sind notwendig. Sie unterstreichen das heutige Prinzip Europas, aber wir müssen sie wieder stärken, damit die Future of Europe garantiert ist. Dankeschön.